So, gestern habe ich Zeit gefunden, um mal zum Pfandhändler zu fahren. Ich war schlagartig besser gelaunt, als ich hörte, was er mir erzählt. Er kann mir einen 516er zu besseren Konditionen anbieten. Ich soll ihn auf Raten zahlen. Der Pfandchef war von meiner Geschichte beeindruckt und will mich unterstützen. Sie haben sich alles durchgerechnet und mit der Bank gesprochen. Ich könnte ihn demnächst schon haben, vermutlich schon sogar vor dem nächsten Feld bestellen. Zwar werden die Raten für Bank und Pfand nicht wenig sein, aber ich sagte ja, so ein Angebot bekommt man nur einmal in seinem Leben. Ja, servus Leute, gestern beim Pfandhändler, heute wieder hier. Mitarbeiter Max, jetzt habt ihr Servus. gehört, was wir demnächst bekommen werden. Kurz noch weiter erzählt, wir brauchen nur, wir zahlen den sozusagen den 516er auf Raten ab. Die Raten werden immer auch gleichzeitig mit dem Bankraten zu zahlen sein und werden in einer Höhe von 10.000 betragen. Für den Fendt nur, gell? Für den Pfänd Und nur halt. dann nochmal extra die Insgesamt Bankkosten. sind es dann 30.000. Die Bank hat sich ausgerechnet, so wie wir die letzte Zeit gearbeitet haben und so weiter und so fort. Sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich bin gespannt und normalerweise schaffen wir das halt, wir schaffen das sicher. Ja. Und ich bin schon froh, dass das Fendt das sich so einfach machen lässt, weil das ist doch eine Maschine um, also nicht, knappe 200.000. Kommt ungefähr hin, ja. Die kriegen sie in der Vollausstattung. Oh, auch noch. Ja, gleich Max. Gleich alles. Gleich Mit alles, ja. GPS und allem drum und dran. Genau. Frontlader brauchen wir ja nicht Das unbedingt. bekommt halt, nein, Frontlader und Anbaugeräte sind nicht dabei. Halt, die müssen wir sich, wenn dann, noch extra kaufen, falls wir noch was brauchen. Ich weiß nicht, ob Fendt noch irgendein Gewicht oder sowas dazu sponsert, das kannst du gleich haben, dass sie ihren Namen irgendwo drauf haben, noch ein bisschen mehr. Mit dem habe ich noch nicht gesprochen, halt, ich weiß auch noch nicht, wann man bekommen, ich weiß nicht, wie man bekommen. Das heißt, bis zum nächsten Feld bestellen, ob es sich ausgeht oder nicht, das haben sie mir noch nicht sagen können. Sie haben zuerst wissen wollen, ob ich eingehe auf das Angebot oder nicht. Ja, wir sind Ja. natürlich eingegangen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, halt, sowas können wir nicht abschlagen und. So, ich muss Ja, erst ich mal freue tanken mich schon. gehen. Muss ich ehrlich sagen. Noch 3 Liter am Tank. Halt, wir werden auch dann, was ich mir schon vermutet habe, vielleicht ein paar. Das mit dem Museum. Wissen wir noch nicht. Ich glaube nicht, dass ich es mache. Ich mach vielleicht nachher, weiß nicht, bei den Special Parts, dass ich mir sozusagen die Maschinen noch einmal kaufe und dann eine Revue passieren lasse. Könnte sein, dass es ein Special ist oder so irgendwas. Aber das mit dem Museum, das sind einfach so viele Fahrzeuge und unnötige Dinge, was hier rumstehen. Halte ich nicht sehr viel davon und deswegen habe ich mir gedacht, da werden wir das nicht machen und dann werden wir halt auch teilweise nachher Zeug verkaufen können, auf jeden Fall. Und dann werden wir sich noch das sicher leisten können. Halt, die ersten Raten sind ja schon eigentlich im Zack. Halt, wir haben ja letztens ausgerechnet, wir haben schon ca. 60.000, 50 bis 60.000 auf der hohen Kante wieder. Und es wird ja nicht weniger. Halt. Das passt schon so. Ja, aber richtig cooles Angebot vom Chef Ja, von auf jeden Fendt. Fall. Halt. Hätte ich nicht geglaubt. Und weil sonst könnte man sich die Maschine nicht so bald leisten, halt, wenn man da jetzt die Kreditrückzahlung und immer und sind dann zwar ein Haufen Raten und vielleicht können wir ja nachher Phantom mal sozusagen, weiß nicht, zum Grillen einladen oder sonst irgendwas den Chef. Oder ja, dass wir das vielleicht nachher schneller zurückzahlen können, falls uns möglich ist. Gerade wenn die Kreditraten, die sind ja jetzt nachher nur mehr 10 mal 10 Raten im Endeffekt oder 9 Raten eigentlich nur. Und der Fendt, die sind ja dann doch 20, 200, ja. 20 Raten, nicht 200, blödsinn, 20 Raten natürlich nur. Und ja, das sollte eigentlich möglich sein, dass wir da irgendwann einmal relativ bald auf einen grünen Zweig kommen und vielleicht einmal ein bisschen mehr zurückzahlen können. Kommt immer darauf an, wie die Angebote laufen und so. Ja, und wie es halt mit dem Fendt auch weiterläuft. Ob wir dann sozusagen sagen, ja, wir lassen einfach die 10.000, was wir da zurückzahlen müssen, laufend. Oder wir schauen einfach, dass wir die, weiß nicht, die auf einmal zurückzahlen und sich dafür kein Feld kaufen oder sowas. Weil die Maschinen haben wir jetzt eigentlich sozusagen für die zwei Geräte nachher. Richtig. Für den coolen 516er und für den Steyr, was wir haben. Ja, ich denke mal, Vielleicht. den 516 werden wir dann eher zum Grubben benutzen, als zum Sehen, Das glaube ich denke auch, ich da mal. werden wir ein bisschen tiefer auch gehen. Vielleicht wird es da dann halt, das habe ich auch schon versprochen, mit euch, dass da mal Pflügen sicher geben wird bei mir.
Ja, und da wäre 5,16 vielleicht sogar besser als der Steyr, ja, sag ich mal, also, von der Leistung her. ja, weil viel mehr als ein 4-Schar-Plug können wir sowieso nicht machen, oder 5-Schar, müssen wir schauen mal, was wir finden. Ich will dann nicht das Standardzeug nehmen, Ja, klar. muss ich ehrlich sagen, weil das ist nicht so besonders. Richtig. Und Gibt auch gute Mods. ja, ich vom beim Pflüge habe ich mir noch nicht wirklich viel angeschaut, weil das habe ich meistens so lassen, weil ich es nicht braucht habe. Ja. Oder weil ich es eigentlich nie benutzt habe. Und deswegen bin ich da ein bisschen ratlos. Ich habe da schon geschaut, auf Vertex Design haben welche und BM Modding hat, glaube ich, welche. Ja, mal Ja, schauen. schon was finden auf jeden Genau. Fall. Aber auf jeden Das wird Fall, wir nicht haben das auch Problem Flüge sein. irgendwann. Wir werden das vielleicht nachher, das nicht so alle, immer so alle fünfmal ernten oder sowas, einmal pflügen oder so irgendwas, habe ich mir schon vorgestellt. Oder wenn wir eine Fruchtfolge durchhaben, sozusagen jedes Mal vor Weizen nachher pflügen. Beziehungsweise später, wenn wir nachher einen Mais haben, gerade nach dem Mais, pflügen ist sicher sinnvoll, wenn du die harten Wurzeln rausbringst. Richtig. So. Aber richtig cool, dass wir das bekommen. Und das ist für uns gleich ein wirklich großer Schritt nach vorne. Auf jeden Fall. Und hast Sehr du mit schön. einer anderen Art gerechnet oder? Nee, so in der Art habe ich Okay. mir schon gedacht. Ist cool, finde ich so. Weil mir ist das so öfter spontan eingefallen. Ich habe mir gedacht, das Ja. könnte man eigentlich so machen und das Ja, passt klar, dann ist auch. schon cool. Auf Das jeden ist Fall nicht. passend. Weil sonst hätten wir wahrscheinlich ewig lang noch zu tun. Ja. Weil wir haben zwar jetzt schon, was nicht, 60.000 auf der Kante, wenn wir nachher Kredit rückzahlen, dann hätten wir nachher wieder einen Kredit aufgenommen. Ja, Und so haben wir muss aber man den ja nicht Kredit unbedingt. jetzt weggezahlt und Bisschen haben dann auch umgangen, ja. ein bisschen umgangen, genau. Und ich glaube, es stört auch überhaupt nicht. Ja. Also, das. Man sieht ja dann auch mehr Fortschritt theoretisch Genau, dann und ich eigentlich. vergiss sicher nicht, das zurückzuzahlen. Das bin ich mal. Das kann ich euch hundertprozentig erschreiben, mir das auf, wie viel wir schon zurückzahlt haben und wie viel noch offen ist. Wir werden auch den originalen Preis nehmen, weil das wird dann nicht ein Sonderangebot sein oder sonst irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Weil Ist es ja so werden wir. schon ein Sonderangebot, dass man einen Raten zurückzahlen Genau, kann. und das gibt's in Eigentlich. echt. Nur, du kannst einen Kredit aufnehmen, ja. Das ist das Ja. Einzige, dass du sowas machen darfst. Aber richtig cool. Ich freue mich schon. Und das ist auch eine Maschine, die man nachher mal sinnvoll schon benutzen kann, halt. Bisschen Jeden Fall. sinnvoller. Ja. Ich weiß nicht, kennst du den oder halt, welcher vor, das muss sag ich auch gleich, den vom Mod-Hoster Team Workshop zu nehmen. Den Ja, mit den klar. Haufen Funktionen zwar, Ja, den hätte ich auch aber genommen. ich hoffe, er funktioniert mit dem Badge. Ja, hoffe ich auch. Sonst haben wir ein Aber no, Problem. ja, Klein. normalerweise sollte es kein Problem sein. Ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Im schlimmsten Fall lade ich mal den Patch 1. Laden wir uns den Patch 1.4 runter Ja, habe ich und noch nicht spielen mit gemacht. den Also spielen mit zurückgepatcht habe ich noch nicht bis jetzt. und spielen mit den Bis jetzt Old noch nicht gebraucht. und jedes Mal, wenn ich beim Guten spiele oder sowas, patche ich dann wieder zurück, halt heb mir die zwei Patches einfach auf. Achso, du hast gespeichert, die Patches, Ja, okay. genau. Müssen wir dann vielleicht mal schicken. Oder stellst du Na, irgendwie die auf? sind eh online, oder? Ja, Ich glaube habe ich schon, nicht. dass sie alle gespeichert sind online. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich hoffe schon. Oh, der Vater übers Feld, ohne den Gruber reinzuhauen. Das wird alles Ja. verdichtet, Junge. Nein. Sicher. Ah, wisst ihr, was wir vergessen haben? Der Steyr hat gar keine Zwillingsreifen drauf. Ja, okay. Muss mal ohne gehen. Deswegen wird kann es sein, dass er deswegen auch ein bisschen mehr Sprit verbraucht hat. Das weiß ich nicht. Naja, ich hatte schon nur noch 70 Liter drin. Okay. Warst du jetzt schon Weil. tanken? Ja, war ich. Ich hatte vorher noch 3 Liter da, wo der Part angefangen hat. Habe ich gar nicht Na, mitbekommen. Aber an wahrscheinlich, wo Tankstelle ich hatte ich noch 3. reingelaufen bin in den zum Lind darüber gelaufen bin, warst du Ne, du gerade hast schon tanken. gesät. Gesät, gegrubbert. Die Okay. erste Bahn, soweit ich weiß. Ich sage, ich krieg nicht einmal mit, wenn meine Leute vom Feld verschwinden. Soll ich jetzt beim Säen die Zwillingsbeifen drauf machen oder soll ich es lassen? Beim Sehen finde ich es eigentlich nicht sinnvoll. Okay, gut. Bringt es nicht wirklich viel. Gibt es bei den 5,16 Zwillingsbeifen? Wusstest du das jetzt aus dem Kopf? Beim 5,16 gibt es schon Reifen. Also, das weiß ich, aber Zwillingsreifen, ich glaube nicht, gell? Gibt's. Es gibt Radgewichte.
Ja, okay, das wäre vielleicht dann sinnvoller, glaube ich. Und Zwillingsreifen gibt es, glaube ich, auch. Bin mir nicht sicher. Es gibt, glaube ich, zwei Arten von Paletten. Es gibt einmal für Zwillingsreifen und einmal für die Schonbereifung. Glaube ich. Glaube. Na, ich. Ne, also bei 724 war es, glaube ich, so, dass es einmal Schonbereifung, einmal normale Reifen, dann nochmal breitere Reifen. Also das Ballonreifen. Ja, genau. Ja, das sind ja eigentlich eh Breitreifen halt für. Ja. Bleibst du jetzt drüben auf der Seite oder fährst du jetzt hier hoch? Wie du willst. Ich kann hier drüben bleiben auch. Ja, mir ist egal. Dann fahr ich hier drüben, du fährst unten hoch, also in der Mitte. Okay, dann fahr ich halt darüber. Ja, ich glaube, ich krieg das hier mit einer. Ja, ich krieg das da drüben nicht mit einer. Okay, ja, ich bin eh gleich hinter dir. So. Was komplett kriegst du das mit einer? Das ist da teilweise. Ja. Okay. Jetzt schon. Ja, du hast nur den kleinen Gruber. Ich denke mal, das geht sich bei mir nie aus. Ja, ich krieg's komplett. War dann dir gleich hinterher, du kannst dann schon mal deine Sämaschine holen. Ja, ich. Ein Streifen ist da noch ein bisschen größer, ja. Den will ich noch wegmachen. Wo? Hinter mir? Nein, nein, ja, hinter dir, genau. Ja, naja, ich fahre jetzt hier unten die schmale Spur hoch. Ja, meine Spur, was noch überblieben ist. Alter, ich habe jetzt schon wieder über 20 Liter verbraucht, das gibt's doch gar nicht. Wenn nur allein in der Aufnahme jetzt hier haben wir doch bestimmt 400 Liter oder 300 Liter verbraucht. Also in der Aufnahmesession meinst du jetzt? Ja. Kann ich da gleich nachschauen? Wir haben in dem Spiel haben wir 315 Liter. Über 300, Alter. Das ist insgesamt schon 937. Ja, die 1000 knacken wir heute auf jeden Fall noch. Ja, okay, wird eng. Wird eng. Ja nicht noch mal. Wird sich gleich nicht ausgehen. Ja, ich. Kann man sehen. Ihr seht es jetzt gerade nicht, was ich mache. Was macht er denn? Ich hab's nicht gesehen. Bisschen links, rechts gefahren. Mingrube in der Erde. Setzt du da auch nochmal um, dass du das eine Streifen da auf der anderen Seite noch machst? Bei dir gleich? Ja, rechts. Ja. Oder vor allem. Du kommst nicht drüber. Du musst rausheben. Ja. Ja. Rück. Du bist jetzt live in der Aufnahme. Ich hab nicht weggeschaut. Na toll. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Super, ruiniert alles. Ja, aber das war's jetzt erstmal in 5.16, können wir ein bisschen zurückschieben. Ah, die Zinken sind nicht so teuer, Gott sei Dank. Naja. So. Ich geh putzen. Du gehst putzen. Und oder willst du den Grubber putzen? Ich leg da meinen, soll ich da meinen dazulegen? Nee, nein, ich fahr gleich hin auch und wasch gleich runter auch. Dann braucht man nicht. Echt selber. Wieso soll ich selber waschen? Ach, du legst gleich hin. Ja, nein, nein, ich bleib kurz stehen und du waschst gleich. Naja. Spritz mich aber ja nicht an, ich sag's dir. Naja, werde ich mir überlegen. Je nachdem, wie du dich fühlst. Weißt du, das Waschen dürfen immer die Lehrlinge machen. Ja, ich wüsste schon. So. Ja, bin schon gespannt. Ah ja, Leute, wenn ihr das Video jetzt seht, das ist jetzt mitten in den Osterfeiertagen, nochmal als Erinnerung. Ich werde nicht so schnell auf Kommentare antworten wie sonst oder vielleicht auch mal gar nicht. Das weiß ich noch nicht, kommt darauf an, wie es mit dem Handy und so weiter möglich ist. Ein bisschen mühsam, nämlich. Ja, auf jeden und Fall. Ja, nicht wundern, wenn ihr mal keine Kommentare bekommt zur Zeit lang. Was ich auf jeden Fall machen wird dann am Wochenende, halt am Osterwochenende, da komme ich dann wieder zu einem. Am Donnerstag, ab Donnerstag eigentlich, so ab grünen Donnerstag so circa, komme ich wieder zu einem Rechner, wo ich auch Internet habe und da kann ich, nachher werde ich auf alle Kommentare natürlich, wie ihr gewohnt, junger Lehrling da. Passt? Ja, sieht gut aus. Passt. Spritz mich nicht ab. Du, jetzt bin ich waschen aus. Gott sei Dank ist jetzt 30 Grad oder was, schauen wir mal, wie warm wir es haben. 20 Grad haben wir. Naja, das ist schon kalt. Noch. In der Sonne jetzt geht's. Hinten kommt man ja wieder nicht rum. Oh nee, ey. Ich geh mal zu den Hühnern fix und hol ein paar Eier. Stimmt, haben wir letztens auch vorgespult. Ja, oh ja, hier sieht's. Oh. Müssen so um die 50 drinnen sein. Ja, kann den kommen. So, und ich hänge noch an und dann war's das auch schon wieder mit dem Teambad. Nochmal als Erinnerung: nicht wundern, wenn keine Kommentare kommen.
Wird sich spätestens nach Ostern wieder ändern, dass ich antworte und da wieder regelmäßig. Ja, und wir sehen uns dann beim Ansehen des Feldes gleich zusammen mit Max im Feld. Ciao, Leute!